Fenster standen drei Frauen und tranken Kaffee. Das war ungefähr so, als hätte ich in einem Fieber die Zeitung gelesen. Es wäre mir alles direkt in den Kopf gestiegen. So als wäre alles Mögliche tatsächlich und vor meinen eigenen Augen geschehen. Und der Umstand, dass die missliche Lage an eben diesen Grenzen mein schriftstellerisches Kapital darstellt, ist unerträglich. Es ist schon äußerst dreist von mir gewesen, überhaupt eine Reise in diese Gebiete zu unternehmen. Ich habe meinen Schreibstift beiseite gelegt. Die Vorstellung, dass sich jeder Mensch hin und wieder dem Schlaf hingibt, regelmäßig und gleichmäßig dem Schlaf hingibt, das beschäftigte mich. Und auch tagsüber sah ich die Schlafenden. Sie lagen auf den Ladeflächen, an den Rändern der Straße oder auf einer Bank im Park und sie schliefen. Mein Zustand war unverändert. Ich schlief nicht. Und der ewige Schnee fiel und fiel auf die Schweiz herunter. Durch meine Wohnung dagegen diese freundlichen Gestalten. Und als das Telefon klingelte, war meine Schwester am Apparat. Sie sprach, als wäre nichts geschehen. Es ist in meinen Augen rätselhaft, dass ich nach wie vor so seelenruhig zu Hause sitze. Obwohl in meiner direkten Umgebung doch einige täglich alles riskieren.